Diese schaurige Entdeckung in Afrika hat die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Von brandneuen Tierarten bis hin zu solchen, die es schon seit Jahrhunderten gibt, die aber immer einen Weg gefunden haben, unentdeckt zu bleiben. Das sind die 10 gruseligen Entdeckungen in Afrika, die dich umhauen werden. Los geht's! Nummer 10. Neue Säugetierarten. Wir beginnen unsere Liste der spannenden Entdeckungen in Afrika mit dem Fund einer brandneuen Säugetierart, dem Braunschliefer. Das Tier wurde durch genetische Analysen und die Untersuchung seiner körperlichen Merkmale entdeckt, die es von anderen Schlieferarten unterscheiden. Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass der Baumschliefer in der Region der Taita Hills in Kenia endemisch ist, was bedeutet, dass er nirgendwo sonst auf der Welt vorkommt. Die Entdeckung der neuen Art ist wichtig, weil sie unser Verständnis für die Vielfalt des Lebens in Ostafrika erweitert und die Bedeutung der Schutzbemühungen in der Region unterstreicht. Hoffentlich können wir alle irgendwie dazu beitragen, dieses spannende Gebiet zu erhalten. Nummer 9. Principi Zwergohreule. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auf der afrikanischen Insel Principi eine neue Eulenart entdeckt und die ist einfach nur niedlich. Die neue Eule heißt Principi Zwergohreule und ist winzig klein mit leuchtend gelben Augen. Die Eule wurde zuerst von Vogelbeobachtern entdeckt und es wird vermutet, dass es sich um eine neue Art der Zwergohreule handelt. Die Entdeckung dieser neuen Art ist besonders wichtig, weil sie zeigt, wie wichtig der Schutz der Artenvielfalt in abgelegenen Gebieten wie Principi ist. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig es ist, die Lebensräume dieser einzigartigen Kreaturen zu erhalten. Aber wie bei der Baumschliefe sind auch bei den Principi-Zwergohreulen weitere Forschungen nötig, um noch mehr herauszufinden. Nummer 8. Riesige prähistorische Fische. Weiter geht es mit der erschreckenden Entdeckung eines Tieres, das vor langer Zeit auf diesem Planeten lebte. Wissenschaftler haben in der Makanda-Region in Südafrika die Überreste eines riesigen prähistorischen Fisches entdeckt. Der Fisch, der vor etwa 360 Millionen Jahren lebte, war ein Top-Raubtier in den Flüssen des alten Superkontinents Gondwana. Er gehört zur Familie der Tristichopteriden, einer Familie von riesigen Fischen mit Lappenflossen und wurde Hyneria udlicinia genannt. Das ist eine außerordentlich wichtige Entdeckung, denn sie könnte bedeuten, dass alle Riesen aus der Familie der Tristichopteriden ihren Ursprung in Gondwana haben. Allerdings müssen wir noch weitere Forschungen abwarten, um all die geheimnisvollen Dinge herauszufinden, die sich um diese uralte Fischart ranken. Nummer 7. Ältester afrikanischer Dinosaurier. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überraschen uns immer wieder mit faszinierenden Entdeckungen. Vor kurzem wurde der älteste jemals in Afrika entdeckte Dinosaurier gefunden. Dieser Dinosaurier lebte vor etwa 180 Millionen Jahren in der frühen Jurazeit und gehörte zu einer Gruppe von pflanzenfressenden Dinosauriern mit langen Hälsen, den Sauropodomorphen. Diese Entdeckung ist wirklich spannend, denn sie hilft uns zu verstehen, wie sich Sauropodomorphen entwickelt und über die ganze Welt verbreitet haben. Afrika war zu dieser Zeit bereits Teil des erwähnten Superkontinents Gondwana. Wir müssen noch viel über diesen Dinosaurier lernen und die Entdeckung dieses neuen Dinosauriers ist für die Paläontologie von großer Bedeutung, da sie uns eine bessere Vorstellung von der unglaublichen Vielfalt des Lebens gibt, das vor so langer Zeit auf der Erde existierte. Nummer 6. Krokodil mit schlanker Schnauze.
Die nächste außergewöhnliche wissenschaftliche Entdeckung wurde in Zentral- und Westafrika gemacht, wo Forscher vor kurzem eine neue Art von Krokodil entdeckt haben, das westafrikanische Panzerkrokodil. Diese Art ist jedoch nicht neu, sondern war der Menschheit bis vor kurzem einfach unbekannt. Mit der langen Schnauze können sie Fische und andere kleine Beutetiere fangen. Diese neue Entdeckung ist super spannend, vor allem weil sie uns daran erinnert, wie wichtig es ist, die verschiedenen in Afrika lebenden Arten zu schützen. Leider gilt es als gefährdete Art und ist unter anderem durch den Verlust seines Lebensraums, die Jagd und sogar durch illegalen Handel bedroht. Wenn du mehr über diese neue einzigartige Krokodilart erfährst, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran arbeiten, sie zu schützen und zu verhindern, dass sie für immer verschwindet. Nummer 5. Stimmloser Frosch. Wissenschaftler haben in Tansania auch eine neue Froschart entdeckt. Und das Interessante daran ist, dass diese Tiere nicht das typische Quaken von sich geben, das wir normalerweise mit diesen Amphibien verbinden. Stattdessen machen sie eine Art leises, schnurrendes Geräusch. Der Stachelkehlriedfrosch hat eine braune oder olivgrüne Farbe und ist etwa so groß wie ein Golfball. Es wird vermutet, dass sich dieser Frosch so entwickelt hat, dass er stimmlos ist, um nicht von Raubtieren entdeckt zu werden. Aber ob das nun der wahre Grund ist oder nicht, diese Frösche sind wirklich die Entdeckung deines Lebens. Nummer 4. Neue orangefarbene Fledermaus. Die aufregende Entdeckung einer neuen Fledermausart in Westafrika hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Diese orangefarbenen Fledermäuse sind nicht nur eine neue Art, sondern sie haben auch ein einzigartiges Merkmal. Wie ihr Spitzname bereits sagt, ist ihr Fell leuchtend orange. Forscher glauben, dass diese einzigartige Färbung ihnen dabei hilft, sich an die Umgebung anzupassen und Raubtiere zu vermeiden. Die Nimba-Bergfledermaus wurde während einer Expedition in Guinea entdeckt, wo Forscherinnen und Forscher Nebelnetze aufstellten, um die örtlichen Fledermauspopulationen zu fangen und zu untersuchen. Bei näherer Betrachtung stellte das Team dann fest, dass die Fledermäuse eine auffällig orange Färbung hatten, die noch nie zuvor gesehen worden war. Eine genetische Analyse bestätigte, dass es sich tatsächlich um eine gänzlich neue Art handelt. Diese Entdeckung ist besonders wichtig, weil Fledermäuse eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ökosystemen spielen und oft durch den Verlust von Lebensräumen und die Jagd bedroht sind. Die orangefarbene Fledermaus erinnert uns an die vielen Arten, die noch entdeckt werden müssen, und daran, wie wichtig es ist, unsere natürliche Welt zu erhalten. Nummer 3. Das erste Pygmäen-Seepferdchen. Hast du schon von Afrikas erstem Pygmäen-Seepferdchen gehört? Wissenschaftler haben in der Sodwana Bay in Südafrika eine neue Art von Pygmäen-Seepferdchen entdeckt und damit die erste ihrer Art in afrikanischen Gewässern. Das winzige und schwer fassbare Tier wurde nach einer genauen Untersuchung seiner körperlichen Merkmale und einer DNA-Analyse als neue Art identifiziert. Das Sodwana-Zwergseepferdchen ist nur etwa 2 cm lang und sein Körper ist mit einem einzigartigen Muster aus orangefarbenen und weißen Flecken bedeckt, wodurch es mit dem umgebenden Korallenriff verschmilzt. Diese Art gilt aufgrund ihrer geringen Größe und ihres kryptischen Verhaltens als seltener Fund. Die Forscher hoffen, dass diese Entdeckung mehr Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit des Schutzes dieser empfindlichen und wichtigen Meeresökosysteme lenken wird. Nummer 2. Lomami-Meerkatze. 2012 wurde in der Demokratischen Republik Kongo eine neue Affenart entdeckt, die den Namen Lomami-Meerkatze erhielt. Dieser bemerkenswerte Primat hat ein einzigartiges und auffälliges Aussehen mit einem leuchtenden und lebhaften orangeblauen Gesicht und ausdrucksstarken Augen, die menschenähnliche Emotionen zu reflektieren scheinen. Forscher glauben, dass er eng mit dem Eulengesichtsaffen verwandt ist, der in Zentral- und Westafrika
Südafrika vorkommt. Trotz seines unverwechselbaren Aussehens ist er ein scheues und schwer fassbares Tier, über dessen Verhalten und Lebensraum nur sehr wenig bekannt ist. Naturschützer machen sich Sorgen um das langfristige Überleben, da sein Lebensraum durch Abholzung und menschliche Eingriffe bedroht ist. Die Entdeckung hat sowohl bei Primatologen als auch bei Tierliebhabern großes Interesse geweckt und zu neuen Bemühungen geführt, diese faszinierende neue Art zu erforschen und zu schützen. Nummer 1. Ein Gorilla im Kongo. Unser Vorschaubild zeigt den berühmten Paläontologen Raymond Dart Schulter an Schulter mit einem Gorilla, den er im Jahr 1930 gefangen hatte. Raymond Dart ist für viele bedeutende Beiträge in der Paläontologie bekannt. Er war außerdem Wissenschaftler mit einem breiten Spektrum an Interessen. Schon früh in seiner Karriere erkannte er den Wert von Primatenstudien und gründete Ende der 1920er Jahre eine Kolonie von Pavianen in Gefangenschaft in der Anatomieabteilung der Universität von Witwatersrand in Johannesburg. Seine Kollegen führten an diesen Pavianen bemerkenswerte Verhaltens- und endokrinologische Forschungen durch. Darts Engagement in der Primatenforschung erstreckte sich nicht nur auf in Gefangenschaft gehaltene Kolonien. Im Jahr 1930 nahm er an einer wissenschaftlichen Expedition teil, um einen Berggorilla zu Forschungszwecken zu jagen und führte außerdem Primatenfeldstudien durch. 1957 gründete er dann zusammen mit anderen Wissenschaftlern die Witwatersrand University Uganda Gorilla Research Unit, um die Virunga-Berggorillas zu studieren, was zu bahnbrechenden Studien über ihr Verhalten in ihrem natürlichen Lebensraum führte. Dart setzte sich aktiv für den Schutz der Berggorillas ein und studierte auch südafrikanische Paviane in freier Wildbahn. Was war dein Favorit unter diesen erstaunlichen Entdeckungen in Afrika? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit, drücke den Gefällt mir-Button und abonniere unseren Kanal für weitere außergewöhnliche Tiervideos.